Zu stark in österreichischen Dialekt bzw. in Kärntner Dialekt falle bitte treten. Ich werde heute über Grimmel reden, Linux Live CD für Systemadministratoren, Textool User und Geeks. Das war meine Standardfolie in meinen bisherigen Grimmel Vorträgen. Grimmel ist eine Linux Live CD für x86. Seit Mai 2007 haben wir auch eine Linux Live CD für AMD 64 Systeme, beziehungsweise genau der Board von Debian, auf dem wir basieren. Was zeichnet eine Live-CD aus? Als erstes einmal, Installation ist keine notwendig. Durchaus aber möglich. Zielgruppe ist ganz klar festgesetzt von uns, also wir richten uns vorwiegend einmal an Systemadministratoren. Wir haben auch ein Augenmerk auf Handicapped Persons, das heißt, wir haben auch relativ viel blinde Benutzer. Wir zeichnen uns durch gute Hardwarekennung und Usability aus. Wir wollen es den Leuten möglichst einfach machen. Wir sind ursprünglich einmal auf Knoppix-Basis gestartet. Mittlerweile sind wir reines Debian. Und als letzten Punkt wäre zu sagen, wir versuchen das Beste von existierenden Lösungen zusammenzuholen. Wir wollen quasi das Schweizer Taschenmesser der Live-CD sein. Was sind so typische Anwendungsszenarien von Grimmel? Wann macht Sinn? Portable Arbeitsumgebung im Büro, in der Universität oder auch einfach zu Hause. Natürlich für die Systemadministration. Wir wollen auch Datenrettung und System Recovery anbieten. Security Audits machen wir selbst damit. Das heißt, wir haben Tools an Bord, mit denen man Netzwerke und Software analysieren kann. Wir wollen natürlich auch Netzwerke untersuchen und debuggen können. Das heißt, wenn es irgendwo ein Problem gibt, irgendwo dazwischen reinklemmen, ohne dass man den Produktivbetrieb möglichst stört. Für forensische Untersuchungen, das heißt, man hat ein gehacktes System, möchte jetzt untersuchen, woran liegt das, was ist passiert. Und klassischerweise auch als Testumgebung Prototyping. Das heißt, man möchte Software ausprobieren ohne großes Risiko. Man möchte schnell schauen, funktioniert Hardware-Support mit Linux auf dieser Hardware. In einem Satz, wir wollen Arbeit, Zeit und Nerven sparen. Die häufigste Frage war, Knoppix gibt's, was unterscheidet euch davon? Zielgruppe von Knoppix sind vorwiegend Ein- und Umsteiger. Wir richten uns ganz explizit an Fortgeschrittene und Experten, das heißt, wir holen nicht direkt Linux-Einsteiger ins Boot, sondern wir sprechen durchaus Leute an, die Linux kennen und auf der Kommandozeile nicht ganz unwohl unterwegs sind. Knoppix verwendet als Basis verschiedene Debian-Versionen im Sinne von Stable Testing Unstable bis zu Experimental. Wir basieren ganz klar auf Debian Unstable und pflegen unsere eigenen Pakete dazu. Software ist bei Knoppix so KDE, OpenOffice, also so Office-Software, Demonstrationstools, Spiele. Wir haben uns auf schlanke Window-Manager spezialisiert und schlanke Applikationen und dadurch können wir jetzt einfach durch den Platz gewinnen, nachdem wir kein KDE und OpenOffice an Bord haben, können wir über 800 Applikationen ausliefern, die andere Live-CDs nicht haben. Die Entwicklung bei Knoppix ist relativ geschlossen, das heißt, es gibt keine D-Community. Bei Grimmel haben wir alles offen gelegt, das heißt, bei uns fängt das an mit einem Bug-Tracking-System, wo jeder Einblick nehmen kann, jeder reporten kann, die Entwickler selbst mitverfolgen. Wir haben einen Development-Blog, also wir bloggen selbst über Entwicklungszustand, wann ist die nächste Release geplant, wo sind Grimmel-Entwickler gerade anzutreffen. Und die nächste Frage ist dann, wenn ihr Knoppix verwendet oder beziehungsweise ähnlich Knoppix seid, wie seid ihr zu Debian gekommen? Es ist relativ klar bei Debian bei uns gewesen. Es gibt nämlich über 500 Distributionen. Das heißt eigentlich mehr, als man je brauchen könnte. Das Problem ist, die kommerziellen Anbieter müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Release machen. Die haben also vom Management, von der Presse, durchaus auch von der Börse Release-Druck. Und wenn wir darauf setzen, dann haben wir diesen Vendor-Login-Effekt. Das heißt, in dem Moment, in dem wir auf den Anbieter setzen, kommen wir relativ schwer von dem los. Das betrifft natürlich auch Open Source. Die Möglichkeit aber jetzt bei einem komplett freien Projekt dann weiterzumachen, auch wenn das sich auflöst, ist aber einfach die bessere Wahl.
Man kann nicht größer als Debian sein. Es gibt über 115 von Debian abgeleitete Distributionen. Wir haben mit Stand von März 2007 1037 Entwickler und Debian-Accounts sind knapp 1.500 vergeben. Wir haben über 18.000 Softwarepakete zur Verfügung, das heißt, wir haben einen relativ großen Softwarepool, aus dem wir bereits existierende Applikationen paketiert vorfinden. Und es gibt so den netten Ausspruch, if you can't beat them, join them. Debian war für uns eine sehr gute Wahl, vor allem auch, weil wir auf Mailinglisten zurückgreifen können, die alle öffentlich sind. Wir haben auch öffentlich How-Tos und auch Guidelines, das heißt für die Entwickler selbst von Debian, das ist alles offengelegt und man kann da auch als Externe reinschauen. Was ist eine Distribution ohne Paketmanagement? Debian hat ein sehr ausgefeiltes und sehr gut funktionierendes Paketmanagement und das ist eigentlich für einen Distributor, der auf Basis eines existierenden Projektes aufbaut, eigentlich das Wichtigste. Keine Software ist bugfrei und das Hauptproblem ist, wie kommt man an die Informationen, die jetzt die Anbieter haben, ran. Debian hat seit jeher, seit 1994, ein öffentliches Bug-Tracking-System. Das heißt, es kann jeder reinschauen. Wir wissen, wenn es bereits existierende Problemlösungen gibt. Wir wissen von Bugs, die andere User vielleicht gefunden haben, die wir nicht gefunden haben. Das wird uns alles frei und kostenlos zur Verfügung gestellt. Grimmel selbst, wie schon erwähnt, basiert jetzt auf Debian Unstable. Das ist jetzt die Referenz für die letzte stabile Release. Wir haben eben reine Debian-Pakete vom richtigen offiziellen Debian-Pool und bieten auch eigene Pakete an. Pakete, die Grimmel-spezifisch sind, das heißt solche, die jetzt momentan noch nicht unterwegs sind Richtung Debian, weil wir paketieren auch Software, die wir Richtung Debian zur Verfügung stellen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit Grimmel am Anfang anfangen. Das ist Policy. Das heißt, es wird kein Grimmel-Paket geben, das nicht Grimmel am Anfang vom Namen hat, damit es eindeutig identifizierbar ist. Die letzte stabile Release basiert auf 2.6.20.11 und nichts ist langweiliger, als man hat eine Live-CD und kann damit nichts tun. Nichts tun im Sinne von, eigentlich ist eine CD read-only. Man kann nicht auf einer CD schreiben, wie jeder weiß. Die brennt man einmal und das war's. Da gibt es schon seit längerem UnionFS. Das ist ein Kernel-Modul, mit dem man eine Overlay-Technik macht, indem man alle Änderungen, die auf die CD laufen oder laufen wollen, bei diesen Overlay in einen Memdisk laufen lässt. Also eigentlich einen RAM-Disk, wo jetzt einfach alles im Speicher ist. Ein Japaner hat AOFS, another UnionFS, entwickelt, weil UnionFS sehr lange Zeit sehr große Stabilitätsprobleme gehabt hat, wo sehr viel zu tun war, damit man da eine stabile Release hinausbekommt als Distributor. AOFS hat das sehr gut in den Griff bekommen und mittlerweile setzen wir als Default auf AOFS. Optional gibt es auch UnionFS. Für den User kein Unterschied. Wichtig ist, wenn man jetzt eine einzelne CD hat, man möchte natürlich möglichst viel Software draufpacken. 700 MB klingt vielleicht viel, ihr habt ja kein KDE, kein OpenOffice etc. Wir haben aber dafür zum Beispiel LaTeX an Bord. Insgesamt haben wir 2,1 GB und die bekommen wir mit SquashFS auf 700 MB runterkomprimiert. Das wird on the fly einfach Loopback gemountet. Sehr wichtig zu erwähnen ist UDEF, weil viel gefragt wird, wie macht die Hardware-Erkennung. Das geht mittlerweile alles schon relativ out of the box von den Distributionen her, dank UDEF. Ein User-Space-Dämon, der, sagen wir, weiß, welche Kernel-Module er laden muss. Ein paar Tricks so bezüglich LVM und RAID gibt es natürlich. Die stecken natürlich in eingeschriebenen Skripten. Ja, was haben wir an Software-Auswahl anzubieten? Wir haben natürlich eine Unzahl an Editoren, also die klassischen Geschmäcker werden bedient wie Vim, Emacs, Joe, Nano, XVI. Textsatzsystem haben wir LaTeX an Bord. Wir haben natürlich auch die klassischen Mail- und Newsreader-Clients mit dabei, auch so Konsolen-Newsreader, Konsolen-RSS-Reader, Newsbeuter oder IRC-Client IRC. Für Backup haben wir natürlich auch die klassischen Tools wie BatImage oder auch RDIF-Backup, Backup-Manager mit dabei. Oft hat man so einen Rechner, wo jemand durch einen falschen Befehl oder so die Partitionstabelle geschrottet hat. Was macht man dann? Da gibt es mehrere Tools. Sehr empfehlenswert ist auf alle Fälle Testdisk. Der sucht nach Pattern auf der Platte und versucht die Grenzen zu erkennen. Das klappt eigentlich relativ gut. Dann hat man oft den Fall, man möchte
Sektoren lesen, die die Platte aber nicht hergibt, sei es jetzt, dass irgendein Headcrash aufgetaucht ist. Mit DD Rescue kann man bestimmte Sektoren überspringen, beziehungsweise er versucht es auch mehrmals zu lesen und ist jetzt nicht so wie DD, das dann einfach aufgibt. Ja, auch für Netzwerk, eben für Debugging, Analyse, Security Audits, die klassischen Tools wie Nessus, Wireshark, Nmap. Auch für forensische Untersuchungen natürlich die klassische Software mit an Bord. Und Serverdienste, gerade für Prototyping, wo man jetzt schauen will, funktioniert Apache mit dieser und dieser Version mit der Webseite oder auch, dass man einfach schnell Daten ins Web stellen kann. Und natürlich auch, damit man möglichst gut als Entwickler unterwegs sein kann, alle wichtigen Versionskontrollsysteme, das fängt an mit Mercurial, das wir selbst verwenden, über Jit, DAX, SVN etc. Insgesamt also über 2500 Pakete auf einer CD. Was uns ganz stark von fast allen Linux-Distributionen unterscheidet, bei uns ist die Default-Shell interaktiv, nicht die Bash, sondern die Z-Shell. Wer verwendet schon die Z-Shell? Wenige. Okay. Der Rest, nehme ich an, verwendet die Bash und vielleicht zwei, drei andere Leute noch TC-Shell oder so in der Richtung. Wir haben uns ganz klar für die Z-Shell interaktiv entschieden, weil sie einfach die beste interaktive Shell ist. Mir hat noch niemand den Gegenbeweis erbracht. Sven Guckes missioniert auch gerne Richtung Z-Shell. Die Z-Shell ist angepasst, sodass auch Bash-User möglichst komfortabel arbeiten können, im Sinne von nicht grob umstellen. Skripten kann man natürlich in diversen Shells, also wir haben alle erdenklichen Shells mit an Bord und hinter BinSH steckt auch durchaus die Bash, damit die klassischen POSIX-Skripte, die leider in Bash geschrieben sind, keine Probleme verursachen. Ich möchte jetzt einfach einmal zeigen, was so nette Features von der Z-Shell sind. Man hat oft so Verzeichnisse, die man oft anspringt, also so Klassiker wie bei Debian das Verzeichnis, wo Debian-Pakete liegen. Da macht man dann var cache apt archives, zeigt sich das an, was da drinnen liegt. Geht aber auch viel einfacher, indem man bei der Z-Shell einfach so einen Hash verwendet. Ein Hash beginnt mit der Tilde und bei mir ist jetzt einfach das Debian-Verzeichnis als deb angegeben und in dem Moment kann ich das auch schon verwenden. Wenn ich in dem Verzeichnis selbst stehe, sehe ich auch die Abkürzung dafür. Das ist sehr praktisch, wenn ich sehr lange Verzeichnisnamen habe, im Versionskontrollsystem XY, in dem Branch, in dem Unterverzeichnis, in der Datei, dann habe ich da nicht den langen Pfad im Prompt drinnen stehen, sondern die Abkürzung. Und wir haben das einfach vordefiniert für sehr viele gängige Verzeichnisse. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in User-Share-Doc wollen, dann geht man einfach in Doc hinein. Und das haben wir einfach für so ein paar praktische Beispiele vorkonfiguriert. Ja, so wirklich ein klassischer Systemadministrator oder Administrationsproblem ist Anzeigen von einer Dateigröße, von irgendeinem Binary. Da hat man dann normalerweise so Konstrukte wie ls-la-vim. Das geht aber viel einfacher bei der Z-Shell, da hat man das ist gleich und das steht als Alternative dazu. Das heißt, wir können uns jetzt anschauen, besseres Beispiel vielleicht, als Alternatives-Mechanismen. Was jetzt also in dem Fall ls-lah-vim-mat wäre, ist das gleiche wie ls-lah ist gleich mat. Viel weniger Tipparbeit. Das geht weiter über History Completion. Man hat oft so Kommandos, die enorm lang sind. Ich verwende jetzt nur der Demonstration halber ein einfaches Beispiel. Wir haben jetzt Echo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 2, 4, 6. Habe dazwischen jetzt einen anderen Befehl. Möchte jetzt wieder ein anderes Echo haben. Also als Conclusio zwei verschiedene Echo-Kommandos. Jetzt möchte ich aber nicht zwischen den letzten Kommandos hin und her wechseln, sondern ich weiß, ich brauche jetzt diese langen Kommandos. In dem Moment, in dem ich jetzt Echo vorne reintippe und mit dem Cursor rauf runter gehe, wird mir nur mehr die History Completion für die letzten Kommandos, die mit Echo starten, angezeigt. Sehr praktisch, wenn man sehr lange Command-Line hat, wo man jetzt irgendeinen SVN-Trunk auscheckt oder jetzt auch irgendwie Dateien editieren geht, dann kann man da zwischen den letzten Befehlen einfach hin und her wechseln. Vim, Cursor rauf, Cursor runter.
Ja, oft hat man Variablen zu editieren. Da macht man dann ein Echo von der Variable, macht Copy-Paste und source das wieder rein. In der Zetscher gibt es den Mechanismus var-add. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die, ich zeige es einmal an, Echo pass, die müsste man kennen. Also lang, und da müsste ich jetzt Copy-Paste machen. In der Zetscher mache ich var-add pass, editiere, was ich haben will, also ich möchte User nxbin hinaus haben, schmeiß das weg, Enter, und in dem Moment ist das auch schon aktiv. Also keine langen Copy-Paste-Orgien. Und auch ganz lustig, vor allem für wirkliche Konsolenarbeit, ist History-Sharing. Man hat oft so den Fall, im Amon-Terminal schreibt man wieder ein kompliziertes Kommando, Echo 2460, Leerschritt 2312. Jetzt wechsle ich in eine andere Shell. Also ich bin wirklich in einer anderen Konsole. Das kann auch durchaus eine reale Konsole sein. Wenn ich dort jetzt einmal Enter gedrückt habe, wird die History eingelesen in dem Moment, in dem sich was geändert hat. Jetzt kann ich dort Echo hineintippen oder auch nur einen Teil davon und habe sofort den Befehl zur Verfügung. Das heißt, kein Copy-Paste, vor allem auf der richtigen Konsole, dann hat man vielleicht gar keine Maus dran. Wenn man dann hin und her wechselt, auch zwischen Screen-Sessions, einfach eintippen in dem Moment, in dem das in der History steht und in einer anderen Shell einmal Enter gedrückt hat, damit man die History auch einliest, in dem Moment hat man die Befehle zur Verfügung. Ja, ganz wichtig, und das betrifft jetzt nicht nur die Z-Shell, sondern auch die Bash-User, die jetzt noch nicht überzeugt sind, lernt bitte eure Shell kennen. Es gibt so viele Abkürzungen und Kürzel, Tastenkürzel, die so hilfreich sind im Alltag. Als Beispiel natürlich, Tab Completion nutzt hoffentlich jeder. In der Z-Shell gibt es dann noch so Features wie Run Help. Man hat eine lange Command Line, nehmen wir wieder das Echo-Beispiel, macht dann xarx irgendwas damit, übergibt das dann an Vim, und jetzt möchte man wissen, ich wollte Vim jetzt mit irgendeiner speziellen Option aufrufen, und jetzt macht man dann eine andere Konsole auf oder bricht vielleicht sogar ab, dann ist man wieder alles los. Das geht in der Z-Shell viel einfacher, da gibt es das Run-Help-Kommando. In dem Moment, in dem ich jetzt da Escape-H gedrückt habe, ruft es mir die Main-Page für das Kommando auf, in dessen Bereich ich jetzt stehe. Das heißt, er hat erkannt, ich stehe mit dem Cursor in der Vim Zeile, also er hat die Pipes erkannt und listet mir jetzt die Mainpage vom Vim auf. In dem Moment, in dem ich sie jetzt wieder verlasse, habe ich die gleiche Commandline wieder da stehen. Wir können uns das auch anschauen, indem wir jetzt noch andere Kommandos dazwischen reinschreiben. Ich kann jetzt durchaus zu Matt wechseln mit dem Cursor, also ich stehe mit Cursor auf Matt oder in der Region Escape H, Run Help. In dem Moment kann ich die Mainpage lesen gehen, suche mir die Option heraus, die ich haben möchte, und schreibe sie einfach dazu. Das geht dann weiter über so Sachen wie Insert Last Typed Word. Das haben wir definiert in der Z-Shell-Config von Grimmel. Wir haben oft so Befehle, wo wir eine Datei von Move 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschieben wollen. Natürlich gibt es da verschiedene Mechanismen. Wir sind aber einfach tippfaul und wollen das möglichst schnell haben. Wir haben Escape M als diesen Alias definiert. Und wenn wir das drücken, bekommen wir das zuletzt getippte Wort einfach noch einmal. Achte daran, erledigt. Das funktioniert natürlich für alles, was man jetzt da interaktiv tippt. Steuerung L, also es soll bitte niemand Clearscreen manuell mit einem Kommando machen müssen. Letztes Wort löschen, das funktioniert quasi auch Readline gesteuert in quasi jeder Shell, beziehungsweise auch in anderen Programmen. Wenn man jetzt so ein Echo wieder hat, das letzte Wort bitte nicht mit Backspace löschen, sondern Steuerung W drücken und es ist weg. Und das Gleiche betrifft jetzt die Shell beenden. Ich starte jetzt eine neue. Bitte niemals Exit reinschreiben, sondern einfach STRG D und dann ist man ausgeloggt. Das funktioniert auch in jeder besseren Shell. Also schaut euch auf alle Fälle mein Readline an. Da sind so Klassiker definiert, die in vielen Programmen zu finden sind. Mit BindKey-L findet man die Key-Bindings von der Z-Shell heraus. Das heißt, wenn man wissen möchte, was man alles zur Verfügung hat, BindKey-L kriegt man eine ganze Liste, in der Mainpage kann man nachlesen gehen, was welche Funktion macht. Und wenn man herausfinden möchte, welches Binding hinter einem Tastenkürzel steckt, dann gibt es das BindKey. Mit Ctrl-V leitet man die Escape-Sequenz dafür ein, dass der nächste Tastendruck nicht interpretiert wird. Das heißt, ich kann mir jetzt anschauen, BindKey
Steuerung V, Escape M. Und dann sehe ich, aha, in hinter Bindkey Escape M steckt Insert Last Typed Word. Und da kann ich nachlesen gehen, was macht es eigentlich genau. Ja, man merkt, wir sind sehr Z-Shell-orientiert. Wir haben selbst das Z-Shell-Lovers-Projekt laufen. Das ist eine große Manpage mit vielen, vielen Beispielen für die effiziente Nutzung der Z-Shell, wo einfach so klassische Beispiele dokumentiert sind für Copy-Paste beziehungsweise um Anregungen zu holen. Wir merken uns auch, die ganzen Details, die da drinnen sind, nicht selbst, deswegen für uns selbst auch geschrieben. Mittippen muss das, was ich jetzt quasi auf den Folien habe, die ich dann auch online stelle, sowieso niemand. Wir haben die Grimmel Z-Shell-Referenzkarte, in der steckt das gesammelt drinnen, was wir definiert haben für Grimmel. Das heißt, die Konfiguration, Tipps und Tricks, was vielleicht von der Default-Konfiguration unterscheidet, weil wir haben sie sehr stark angepasst. Die Z-Shell hat nämlich ein riesengroßes Problem, warum sie nicht der Default bei jedem ist. Die Default-Konfiguration ist einfach beschissen. Die Entwickler haben grundsätzlich die Meinung, dass sie sagen, wir wollen minimalistisch ausliefern und wir wollen da nicht viel vornehmen von den Geschmäckern. So holt man sich aber leider nicht die neuen Leute ins Boot und die Bash ist da leider sehr viel freundlicher. Umgekehrt, wer jetzt die Z-Shell auf Grimmel kennenlernt, der wird vielleicht sagen, warum habe ich da so viele Jahre mit der Bash verschwendet. Die Konfiguration, die wir verwenden, ist auch in der Referenzkarte dokumentiert, wie man sich die auf sein System holt. Also die ist auch betriebssystemunabhängig, die funktioniert auf Solaris wie BSD, wenn man lustig ist auf Windows. Funktioniert unabhängig von der Linux-Distribution, also wir haben diverse Distributionen, die die gleiche Konfiguration verwenden. Die kann man sich also auf jeder Distribution reinholen, auch wenn man keine Root-Rechte hat. Das findet man alles auf der Grimmel-Homepage unter Z-Shell, die ist auch direkt im Menü verlinkt. Ja, dann haben wir so Kleinigkeiten wie Xsay, wo man einen Text mit der Maus markiert und wenn man es markiert hat und Xsay aufruft, das hat Keybindings im Window Manager, dann wird dieser markierte Text über einen Soundspeaker ausgegeben, macht jetzt da mit meinem Laptop nicht so viel Sinn. Grimmel Software Speak, also SW Speak, wird vielleicht in der Zukunft nicht unterstützt, da gibt es momentan Probleme mit dem Kernel-Modul. Das ist bis jetzt ein Mechanismus gewesen für die Blinden, dass man auch ohne passenden Hardware-Synthesizer das, was man tippt, sofort auf den Soundspeaker ausgibt. Funktioniert in der Version, die online ist, auf alle Fälle. Wir haben dann auch noch so Wrapper-Skripte geschrieben, so klassische Probleme sind so Leute, ja, ich würde gern MAT verwenden oder den Newsreader SLRN, aber der ist so kompliziert zum Verwenden und jetzt bin ich unterwegs und habe meine Konfigurationsdatei nicht dabei. Mit GrimmelMAT und GrimmelSLN, wie immer man den jetzt nennen will, kriegt man eine Konfigurationsdatei, mit der man grundsätzlich arbeiten kann. Das heißt, die wichtigsten Optionen sind gesetzt. Man kann auch IMAP und POP3-Host etc. konfigurieren. Und da bekommt man einfach einmal eine erste Konfigurationsdatei als Output, mit der man arbeiten kann. Das hat jetzt mit Grimmel nichts zu tun. Sie wird einfach auf der Live-CD zur Verfügung gestellt, dass man sofort loslegen kann, wenn man unterwegs ist. Kann natürlich auf jedes System übernommen werden. Und wir sind zwar für Text-Tool-User, Systemadministratoren und Geeks, man hat aber durchaus auch als Systemadministrator das Bedürfnis, dass man mit X arbeitet. Wir haben jetzt X durchaus an Bord, immer in einer aktuellen Version. Die Auto-Detection muss aber trotzdem irgendwo gemacht werden. Bei uns wird das mit Grimmel X gemacht. Grimmel X ist ein Tool, das die Hardware-Informationen bezieht und eine X.org-Datei, Konfigurationsdatei generiert, die auch durchaus auf anderen Distributionen verwendet werden kann. Anhand von Grimmel X kann ich jetzt auch demonstrieren, was man mit der Z-Shell alles machen kann. Mit einem einfachen Tab bekommen wir jetzt gelistet, welche Window-Manager wir aufrufen können. Das Lustige dabei ist, wir haben eine definierte Liste an Window-Managern, die es gibt und er erkennt auch anhand vom System, welche ich da zur Verfügung habe. Das heißt, wenn ich da jetzt KDE hätte, würde Grimmel X erkennen, dass ich KDE im Angebot habe und würde mir auch durchaus KDE anbieten. Oft funktioniert die Auto-Detection in irgendeiner speziellen Konfiguration nicht oder man möchte eine spezielle Konfiguration machen. Dann haben wir Optionen, mit einem Minus leiten wir die ein und wir kriegen die Optionen gelistet. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Konfigurationsdatei neu schreiben will, auf alle Fälle, selbst wenn schon eine existiert, gibt es die Force-Option
oder wir wollen ein bestimmtes Modul für den X-Server nutzen, dann schreiben wir das rein, nutzen jetzt also wieder diese Completion. Wir haben da jetzt kontextsensitive Completion, das heißt, er weiß jetzt, wenn ich Mod reingeschrieben habe, dass es eh nicht mehr viel gibt, zeigt mir an Completing Option, kann jetzt mit Tab das completen. Und die Z-Shell liest in dem Moment aus, welche Module könnte ich jetzt auf dem System dem User zur Verfügung stellen. Macht doch keinen Sinn, dass ich den jetzt wieder nachschauen lasse, was gibt es überhaupt. Das heißt, es liest aus vom System, was gibt es, und das kann ich jetzt wieder über Tab Completion nutzen. Und jetzt weiß mein Rechner, dass als letztes eigentlich der Window Manager folgen sollte, kriege wieder die Window Manager gelistet, starte jetzt, würde jetzt zum Beispiel Fluxbox anwerfen, und in dem Moment sollte mir ein konfiguriertes X mit Fluxbox starten. Ja, dann haben wir auch so Sachen wie Make Change Root Jail. Oft ist man unterwegs, irgendjemand schreibt, ja, ich brauche einen SSH-Login und möchte das und das machen. Da möchte man jetzt nicht die Live-CD so das komplette System dem überlassen, weil der kann lokal trotzdem Schaden anrichten, wenn er an die passenden Rechte kommt. Mit Make Change Root Jail generiert man sich ein minimales Change Root, indem man den User einsperren kann, auch auf der Live-CD selbst. Wenn der da drinnen irgendeine Schmarrn baut, tut das niemandem weh, außer dem Change-Root da drinnen. Und wenn man Stöppel zieht, passiert gar nichts. Der ist sofort wieder draußen. GrimmelCrypt ist ein Wrapper rund um CryptSetup Lux. Das heißt, für uns hauptsächlich, um mit sensiblen Daten unterwegs zu sein, wo Passwörter drauf sind oder GPG-Schlüssel. Mit GrimmelCrypt können wir jetzt quasi unterwegs USB-Stick etc. mit einem einzelnen Kommando handhaben. Grimmel die Bootstrap, sehr praktisch für die Leute, die Debian installieren, und zwar nicht Grimmel, sondern wirklich ein nacktes Debian. Grimmel die Bootstrap ist ein Wrapper um die Bootstrap. Die Bootstrap installiert Debian unabhängig vom System, das heißt, es funktioniert auch von anderen Distributionen, das ist das Minimum. Grimmel die Bootstrap nimmt jetzt die ganzen lästigen Sachen ab, wie etc fstab oder die Hostname etc., und auch Bootmanager einzurichten. Das heißt, man kann mit dem Anpassen einer einzelnen Konfigurationsdatei, da haben wir die Konfigurationsdatei, in der sind eigentlich nur ganz wenige Einträge von Interesse. Man kann also sagen, ich möchte es auf eine bestimmte Partition oder in ein bestimmtes Verzeichnis installieren, kann dann noch spezifizieren, wo Grub installiert werden soll und von wo es booten soll. Wenn ich die drei Variablen angepasst habe, in dem Moment Grimmel die Bootstrap aufrufe, fragt er noch, ob das wirklich mit Angabe der vorhandenen Werte, ob das wirklich das ist, was ich machen will. Wenn ich dann Yes drücke, fahrt das dahin und dabei geht man Kaffee trinken und 10 Minuten später sollte Debian auf der Platte sein. Er holt sich die aktuellen Pakete direkt aus dem Netzwerk und man braucht sich auch nicht um Security-Updates etc. gleich im ersten Moment kümmern, weil das wird automatisch gemacht. Ja, dann haben wir noch so weitere Tools wie Grimmel AP, Access Point, Grimmel Bridge, Grimmel Router und Grimmel VPN. Sinn davon ist, dass man in vorhandenen Netzwerkstrukturen sich möglichst transparent einfügen kann. Also wenn man jetzt Bridge Setup irgendwo aufbauen will, erkennt automatisch, welches Device ist incoming und outgoing. Das heißt, es geht eigentlich out of the box, Grimmel Router, dass man einen Router aufsetzen kann. Mit Grimmel VPN kann man mit dem gleichen Kommando eingetippt auf zwei Rechnern, ohne dass man IPsec im Detail kennt, sofort eine IPsec-verschlüsselte Verbindung aufbauen. In dem Moment kann man also verschlüsselt kommunizieren. Ist ganz praktisch, wenn man zu fünft oder so irgendwo unterwegs ist und dann sagen zwei Leute auf der Uni, ich sitze auf der Seite und auf der Seite im Vortrag, schlaf fast ein, machen wir irgendeinen Blödsinn. Die zwei schreiben das gleiche Kommando rein und können schon hin und her schreiben, ohne dass vielleicht irgendjemand anders von den Big Brother is watching you überwacht. Ja, mit einer Live-CD hat man auch so klassische Anwendungsfälle wie Hardware-Informationen auszulesen. Da haben wir von SUSE das CETA mit an Bord, wir haben HW-Info mit an Bord und haben wieder selbst was geschrieben, das ist Grimmel HW-Info. Grimmel HW-Info macht eigentlich nichts anderes als die klassischen Befehle, die man braucht, um Systeme auszulesen, auszuführen und einen Tarball zu generieren. In dem Tarball steht dann alles über das System, was man irgendwie herauslesen kann, angefangen von BIOS-Informationen über Partitionsschema, über Netzwerkkonfiguration, also Routing etc. Da steht dann alles im Detail drinnen. Sinn davon ist, dass man, wenn man unterwegs ist und dann hat man 5 Rechner da stehen und der Chef sagt, steckt dann was anderes rein, aber archivier noch, was wir da gehabt haben. Gehen wir hin, stecken rein, Grimmel HW-Info, sichern den Tarball und in dem Moment können wir sicherstellen, dass wir die Hardware-Informationen in relevanten
wieder bei der Hand haben, wenn wir sie brauchen. Wir können natürlich auch Systeminformationen, Statistiken erstellen, Boni++ für Festplattenbenchmarks, VMStat, VStat, falls das noch nicht bekannt sein sollte, da war auch heute ein Talk dazu, Pflichtprogramm bitte für Systemadministratoren anschauen. Ja, natürlich auch möchte man Smart-Werte auslesen und wie gut die Festplatte noch beieinander ist, da gibt es nette Informationen dazu. Da haben wir auch alle vorhandenen Tools mit an Bord. Die LessPipe ist voreingerichtet von Wolfgang Friebel. Das ist, Less ist so konfiguriert, dass die Datei, die man ihm übergibt, versucht Less automatisch mit dem passenden Programm aufzurufen. Das heißt, wenn ich jetzt Less auf diesen Tarball loslasse, dann zeigt mir Less einfach den Inhalt von diesem Tarball an, ohne dass ich ihn jetzt manuell entpacken und dann wieder aufräumen muss. Und wenn ich jetzt hinten da noch den Dateinamen dranhänge, muss ich jetzt rausholen. Blub. Wo macht es Sinn? Matxt. Copy-Paste-Fehler. Bitte? So? Ah, danke, da. Na? Sekunde. Nicht passend konfiguriert. Normalerweise soll es funktionieren. Vorführeffekt. Also normalerweise hängt man hinten noch einen Doppelpunkt dran, Dateinamen, und dann sollte man die Datei anschauen gehen. Es kann nicht sein, dass bei mir kein BNG eingerichtet ist, Application Viewer quasi. Wenn ihr eine Textdatei da drinnen hätte, könnte das jetzt eleganter zeigen. Ja, dann eben, wie schon erwähnt, wenn man jetzt ins Web irgendwas stellen will oder sagt, man ist gerade unterwegs und hat jetzt irgendwie Notizen gemacht in einem Vortrag und das möchten die anderen Leute schnell runterholen, wenn jeder IP-Adresse hat, dann startet man einfach den Apache, schmeißt sein Zeug in sein Home-Verzeichnis, Public HTML und wo auch immer, schickt den anderen einen Link, die sagen sich das und erledigt, ohne dass man großartig was machen muss. Ich habe erwähnt, dass Grimmel zwar auch ohne Installation läuft, klassisch Live-CD, aber es ist die Installation möglich. Dafür gibt es Grimmel 2HD. Gleich die Warnung, Grimmel basiert auf Debian Unstable und bitte nicht Grimmel installieren, wenn man Debian Unstable nicht kennt. Wer Debian Unstable im Griff hat, der hat kein Problem mit Grimmel. Es wird aber immer wieder Grimmel missbraucht für Installationen, weil es sich so leicht installieren lässt. Weil Grimmel 2HD ist an sich ein paar Mal Enter drücken und dann ja, Linux nutzen, das funktioniert wunderbar. Wer es aber auf lange Frist maintainen will, der muss zumindest wissen, wie man mit Debian Unstable umgehen sollte. Praktisch ist es auf alle Fälle, auch für Leute, die Debian Unstable nicht im Detail kennen, für Prototyping. Das heißt, man möchte Software ausprobieren ohne Risiko, auf eine Partition schieben, erledigt. Oder auch einfach, um zu testen, wie gut ist der Hardware-Support von Linux auf bestimmter Hardware. Von Festplatte verhält sich es unter Umständen anders oder man möchte große Software nachinstallieren. Überhaupt kein Problem. Und das Praktische, wir sind wirklich faule Leute, vollautomatische Installation möglich. Das heißt, wieder Konfigurationsdatei oder mit Command-Line-Parametern einfach vollautomatisch durchfahren lassen, ohne einen zweiten Tastendruck. So, wir haben jetzt erzählt, dass man via CD booten kann. Oft hat man kein CD-Laufwerk in Servern oder in aktuellen Laptops etc. oder das CD-Laufwerk ist kaputt. Wir können übers Netzwerk booten. Das läuft grundsätzlich via PXE ab. Wir haben dafür den Grimmel Terminal Server. Den startet man, drückt fünfmal Enter und das war es grundsätzlich. Da braucht man auch nicht großartig was herumkonfigurieren. In dem Moment hat man die ganzen Freigaben gemacht. Wenn jetzt ein Rechner PXE nicht unterstützen sollte, haben wir in Grimmel Terminal Server die Möglichkeit auszuwählen, bitte Floppy Disk erstellen. Auf die Floppy Disk wird dann für die gängigen Netzwerkkarten, beziehungsweise man kann es auch auswählen, für welche man das haben möchte, werden die Treiber integriert, das heißt automatisch auch eine Netzwerkkarte, die PXE im Bootvorgang nicht automatisch unterstützt, bekommt man damit zum Booten. So, unterstützt auch Remote-Installationen via Grimmel 2HD und der kreative Administrator wird es vielleicht bemerkt haben, vollautomatisches Grimmel 2HD, vollautomatisches Booten übers Netzwerk. Da kann man wunderbare, blöde Aktionen machen. Wir haben das schon mal probiert, Studentenheim,
Criml Terminal Server anwerfen, dann einfach Criml 2HD als Boot-Option in Criml Terminal Server auswählen und 3 Minuten später quasi läuft das Teil. Wir haben dann 2 Stunden gewartet und ein bisschen später sind die ersten Leute zu uns gekommen, die auf einmal Linux auf der Platte gehabt haben. Criml ist jetzt sehr transportabel, schon als CD. Es gibt aber durchaus den Anwendungsfall, dass man noch einmal in eine Datenrettungspartition das verfrachten möchte oder vielleicht auch auf einen Mini-USB-Stick oder auf einen kleinen CD-Rolling mithaben möchte. Wir haben da Criml Small im Angebot. Das ist ein ISO mit rund 60 Megabyte. Einfach nach dem Motto, ich bin immer mit an Bord. Und das unterstützt Booten via USB und FireWire ebenfalls out of the box. Das heißt, wir können Criml über eigentlich jedes verfügbare Medium booten, sei es jetzt Compact Flash Karte, USB-Stick, das ist bei uns die bevorzugte Variante, weil sie noch schneller geht als CD-Booten. Das heißt, auf den USB-Stick kann man sich mit Criml 2 USB Criml installieren und via USB einfach Criml booten. Das ist sehr praktisch, weil USB-Stick kann man schnell mitnehmen und leicht mitnehmen. Jedes aktuelle System unterstützt Booten via USB und das ist dann überhaupt kein Problem. Und ebenfalls auch via FireWire, das ist jetzt sehr praktisch, wenn man auch so sehr transportable Mini-Festplatten mit hat. Da steckt einfach das normale Arbeitssystem drauf und mit dem kann man immer herumreisen, ohne jetzt überhaupt einen Laptop haben zu müssen oder vielleicht auch einfach, dass man an jedem Laptop quasi damit arbeiten kann. Bitte. Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Das Criml Small, lässt ja? Sich das auch von der normalen GAML-CD auf dem USB-Stick installieren oder muss man tatsächlich diese booten? Criml 2 USB ist ein triviales JavaScript. Criml 2 USB macht nichts anderes als ein paar Kommandos, die man normalerweise selbst aufruft. Mounten, Loopback Mount und SysLinux aufrufen, zu erledigen. Das funktioniert an sich auf jeder Linux-Distribution. Wenn du jetzt also Criml Small auf USB-Stick haben möchtest, holst du da Criml Small. Holst du dir das Criml 2 USB Shell-Skript, das steht im Wiki verlinkt. Wir haben Criml-Wiki, wiki.criml.org. Dort haben wir Seiten zu USB, Boot Criml vom USB FireWire. Da steht alles drauf, was man machen will oder müsste, wenn man es manuell machen will. Wir haben eben Criml 2 USB da, das ist verlinkt einfach zu dem Shell-Skript. Das ruft man mit Criml 2 USB, einfach ISO und Target, also den Mount-Point vom USB-Stick auf. Du kannst, wenn es lustig bist, kannst du aus einem laufenden Criml-System ein anderes bootfähig machen oder dein normales Linux nehmen und einfach Criml oder Criml Small bootfähig machen damit. Ja, Criml gibt es jetzt seit 2003. Criml gibt es seit 2003, erste Release 2004. Was hat sich jetzt in den doch mehreren Jahren eigentlich bei uns getan, für die Leute, die es vielleicht schon länger kennen? Wir haben jetzt schon seit längerem Mercurial als verteiltes Versionskontrollsystem im Einsatz, sind sehr zufrieden damit, nutzen es auch für unsere Debian-Pakete. Versionskontrolle, bitte jeder, der herinnen sitzt und auch nur eine Zeile Code schreibt oder Systemadministrator ist, verwenden. Es erleichtert die Qualitätssicherung ungemein. Infrastrukturmäßig haben wir sehr stark ausgebaut. Wir haben Bug-Tracking-System Roundup. Wir haben ein Wiki, wo wir Dokumentationen online verfügbar machen, wo auch Leute beitragen können. Wir haben mehrere Mailinglisten, also eine Entwickler-Mailingliste, eine User-Mailingliste und auch eine Ankündigungs-Mailingliste. Und relativ frisch ist unser Source Report. Wir haben als Live-CD die Pflicht, GPL-konform zu sein und müssen daher die Sourcen, die wir ausliefern, 3 Jahre verfügbar halten. Bei über 2500 Paketen ist das relativ viel Arbeit, wenn man das manuell machen müsste. Da hat der Alexander Wirth aus dem Criml-Team ein nettes Programm geschrieben, das uns sehr viel Arbeit abnimmt. Und wir haben auf sources.criml.org die Sourcen von den Releases online zur Verfügung. Das heißt, das kann man sich auch im Nachhinein noch einmal bauen gehen, beziehungsweise wir machen dadurch natürlich auch Qualitätssicherung für uns selbst. Ja, und eben seit relativ kurzen eigentlich erst Criml 64, die 64-Bit-Variante, die ist im Live-Betrieb jetzt so nicht direkt notwendig, dass man sagt, man reizt jetzt irgendwelche Prozessoren aus, sondern was wichtig ist, ist, dass man, wenn man ein 64-Bit-System retten will, muss man einen 64-Bit-Kernel haben, damit man die Binaries angreifen kann. Das heißt, das ist relativ wichtig bei aktueller Software,
und Hardware besonders wichtig, weil doch relativ viele 64-Bit-Systeme schon unterwegs sind. Wir haben das also im Einsatz. Ja, kurze Demo, wie Grimmel gebootet ausschaut. Ich nutze dazu VirtualBox, damit ich nicht mein System neu booten muss. Wir bekommen einen, den gewohnten Boot-Splash, haben mit F2, F3 etc. Zugriff auf Splash-Screens, wo wir bekannte und oft gebrauchte Boot-Optionen dokumentiert haben. Das heißt, da kann man nachschauen gehen, was braucht man typischerweise. Das spielt sich rauf bis F10. Normalerweise tut es aber auch einfach warten von 30 Sekunden oder einfach Enter drücken. Ich hätte jetzt den Framebuffer deaktivieren sollen, damit man mehr sieht. Framebuffer entweder deaktivieren über Grimmel VGA ist normal oder einfach nur NoFB. Wir sind wirklich faul. Ja, dann ist der Bootvorgang. Im ersten Teil sucht er jetzt nach dem Root-Device, damit wir uns selbst finden können. Merchen dann dieses Overlay-System rein, damit wir jetzt wirklich einen Schreibsupport auf das Medium bekommen. Jetzt läuft die Hardware-Erkennung in dem Teil ab, wo die passenden Treiber geladen werden. Das dauert ein bisschen. Und dann geht es an sich schon in den User-Space so hinein, dass wir LVM-Erkennung, RAID-Erkennung, Netzwerkkonfiguration etc. machen. Die etc/fstub wird automatisch generiert. Wir laden automatisch die passenden CPU-Frequency-Scaling-Module, sofern unser System ein Laptop ist, das erkennen wir, sofern unser Laptop auch ECPi unterstützt etc. Dann bekommen wir so einen Boot-Splash, ist der halbwegs lesbar, also sind nur blaue Zeilen herum. Da haben wir jetzt Zugriff mit jeweils einem Tastendruck auf ein paar wichtige Programme. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Netzwerk konfigurieren wollen, dann wählen wir das N aus. Wir können natürlich auch gleich auf eine andere Konsole wechseln oder wenn wir Enter oder Q drücken, sind wir aus dem Programm heraus. Wir haben da sehr viele vorkonfigurierte Terminals zur Verfügung. Auf Terminal 10 läuft IPT-State. Mit dem kann man in Echtzeit die Netzwerkverbindungen listen, so wie TOP. Auf Terminal 11 läuft HTOP, das ist eine grafische Version und Anführungszeichen von TOP, also wo man in Bund hat, mehr Möglichkeiten, besseren Überblick. Und auf Terminal 12 läuft ein Syslog Watcher Multitail. So, wir haben also gesagt, wir wollen Netzwerk konfigurieren, drücken also einmal N. Dann haben wir das Skript zur Verfügung, wo wir jetzt entweder einfach nur die Netzwerkkarte LAN, WLAN konfigurieren, providerspezifische Sachen oder auch DSL, ISDN etc. konfigurieren können. Ja, X startet man am besten als normaler User und bitte nicht als Root, also auf Terminal 5 zum Beispiel wechseln und dann Grimmel X etc. eintippen. Ich mache das jetzt nicht, weil das schaut nicht viel anders aus als das, was bei mir am Desktop sonst läuft. Entschuldigung. Wir haben jetzt auch GNU Screen vorkonfiguriert. Das sind diese letzten Zeilen hier. Root at Grimmel, Load, CPU. Wenn wir jetzt Framebuffer hätten, per Default haben wir das. Ich habe das jetzt wegen der virtuellen Auflösung kleiner gemacht. Da sehen wir auch Netzwerk-IP-Adressen und ganz rechts auch Datum und Uhrzeit. Wir haben jetzt also innerhalb von einer Konsole, von einem TTY haben wir mehrere. Wir können dann da hin und her wechseln. Das ist GNU Screen vorkonfiguriert und ebenfalls natürlich auch die Z-Shell vorkonfiguriert. Das heißt, wir haben die Konfiguration, von der ich gesprochen habe. So, in der Zeit liege ich ganz gut. Dann noch kurz erwähnen, was planen wir jetzt für die Zukunft. Grimmel PPC steht bei uns schon länger auf der To-Do-Liste, hauptsächlich ein Zeitproblem. Wir haben grundsätzlich schon die Basis, also ein Power-PC-Board von Grimmel. Wir wollen die Dokumentation noch erweitern, also wir haben vorher mit Alexander Wirth habe ich einen Vortrag gehalten über Infrastruktur bei Open-Source-Projekten. Wir setzen sehr stark auf ASCII-Doc, sehr praktisch, macht aus einem ja, klaren Textdokument, das wirklich einfach zu schreiben ist, macht es uns Manpages, HTML, PDF, alles was wir brauchen, ohne dass jetzt jemand, der Dokumentation schreiben will, sich mit verschiedenen Formaten beschäftigen muss. Wir wollen die zentralisiert auch zur Verfügung stellen und haben eine Policy, dass keine Software, die von uns geschrieben wird, ohne Dokumentation ausgeliefert wird.
Wir arbeiten stark mit Debian zusammen. Unser langfristiges Ziel ist auch durchaus, dass wir in den Debian Namespace wandern, sind da am Arbeiten. Wir sind generell also auf Choose the Debian Way of Life unterwegs. Ja, wenn jetzt jemand Scrimmel probieren will und Probleme hat, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, weil oft hat man halt einen verbrannten Rolling etc. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, wir haben eben die Mailinglisten, auf denen man fragen kann. Wir versprechen nicht zu flamen. Wir haben im IRC den Scrimmel-Channel, dort kann man joinen. Wenn man jetzt X laufen hat, gibt es sogar einen Desktop-Button, wo man mit Doppelklick IRC startet und sofort bei uns im Channel ist, um Fragen zu stellen. Und wir haben auch durchaus viel Dokumentation, also wir haben eine FAQ, wo die häufigsten Fragen beantwortet sind. Wir haben eine eigene Dokumentationsseite, wo Scrimmel Bootstrap, Scrimmel 2D etc. im Detail beschrieben sind. Wir haben eben bugs.scrimmel.org, wo das Bug-Tracking-System läuft. Falls jetzt jemand wirklich mitentwickeln will bei uns oder auch sagt, er möchte schauen, was steht bei uns auf der To-Do-Liste, gibt es aktuelle Bugs, die ihn betreffen könnten. Und sehr viele Informationen sammeln wir auch im Scrimmel-Wiki, wo wir klassische Szenarien beschreiben, also Booten von USB, wie setzt man Scrimmel in der Uni ein, welche Tools empfehlen sich da, was kann man davon nutzen, was macht man bei forensischen Untersuchungen, klassische Anwendungsfälle von Backup. Da möchte ich noch erwähnen, relativ praktisch zum Verwenden ist unser Programm Scrimmel-Tipps. Wir selbst sind faul, habe ich schon mehrmals angemerkt. Wir sind selbst auch ziemlich lernfaul. Wir merken uns gewisse Optionen nicht oder bestimmte Befehle nicht. Wir sammeln in Scrimmel-Tipps einfach Sachen, die wir im Alltag brauchen, die wir immer wieder brauchen und uns aber nicht immer zusammensuchen wollen. Das heißt, möchte man jetzt wissen, wie kann man Scrimmel-Tipps debootstrap, gibt es jetzt eben den Output, wie man hier steht zum Beispiel auch, weil es vorkommt, wie man Xen aufsetzt innerhalb von 20 Minuten auf Scrimmel. Wie kann man manuell ohne die Bootstrap, also Scrimmel die Bootstrap, sich ein System aufsetzen etc. Suchen wir uns ein Beispiel, das weniger Output liefert für den Screen. Genau. Was gibt es zum Newsreader? Configure Newsreader SLRN, Setup Console, Newsreader. Also es kann durchaus sein, dass öfters mal was vorkommt, weil wir versuchen natürlich jedes Keyword zu matchen. Das heißt, man sucht nach einem Stichwort oder wie man NFS aufsetzt etc. Copy-Paste ist das an sich gemacht, dass man einfach nur immer die Kommandozeile nehmen muss und sofort arbeiten kann. Wir haben ein Feature bei sehr aktuellen Scrimmel-Tipps, das mit der nächsten Release ausgeliefert wird. Probieren wir das einmal. Frostcon wird sicher nicht matchen. Sorry, couldn't find a tip for Frostcon. Do you want to submit the keyword Frostcon to Grimmel's Keyword Database? Wir schreiben in dem Moment, wenn man da jetzt auf Yes drücken würde, der Default ist No, schreiben wir dieses Keyword in unsere Datenbank. Es werden keine persönlichen Informationen mitgeschickt. Es wird nur das Keyword und die Version, auf der dieses Scrimmel-Tipps läuft. Also damit wir sehen, wird es von einem Debian-System aus genutzt, sehen wir, dass es eine aktuelle Scrimmel-Release etc. ist. Wenn ich da jetzt auf Yes drücke, dann wird das Keyword in unsere Datenbank geschoben. Wir checken das regelmäßig und wenn wir sehen, aha, da kommen Requests für dieses und jenes Wort her, kann es durchaus sein, dass wir das für ein einzelnes Wort selbst einfach so schreiben, weil wir sagen, es macht Sinn. Oder wenn öfters einmal für ein Keyword die Requests daherkommen, setzen wir uns natürlich dazu und schreiben einen passenden Eintrag. Das heißt, es ist so selbstergänzend. Ja, und bevor jetzt jemand wegschlaft, ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns als Scrimmel-Entwickler über jedes Feedback, das heißt sowohl Positives als auch Negatives. Meldet euch entweder auf der Mailingliste, im IRC, könnt auch zum Stand kommen auf den Events, auf denen wir sind. Badges sind willkommen, wir sind für jede Art von Feedback wirklich offen. Wenn irgend noch was fehlt, wo ihr sagt, dass brauchen wir noch für den und den Anwendungsfall und geht das irgendwie, dass wir das integrieren könnten? Bitte einfach melden. Fragen? Bitte. Wie kommt das eigentlich zu dem Codenamen für die Releases? Ja, man braucht ein Erkennungszeichen, an dem man quasi Wiedererkennungswert hat. Wir haben gesagt, wir möchten bei den Release-Namen keine Einschläfernen machen. Die entstehen meistens durch Zufall.
Wir suchen zu irgendeinem Thema irgendwie ein passendes Wort und irgendjemand schlagt was vor, das geht vom Hundertsten ins Tausendste, oder irgendjemand schnappt irgendwo einmal eine blöde Idee auf, dreht die Buchstaben herum etc. Wir schreiben die Erklärung, was die Release-Namen sind, also Meilenschwein ist relativ klar, dass das von Meilenstein kommt, das ist der aktuelle Release-Namen, oder die Live-Shell mit V geschrieben, halt als die Lebensmuschel, als Live-System. Funkenzutzler, das sagt man in Österreich zu den Elektrotechnikern. Oder was haben wir noch gehabt? Dokolytika war sehr, sehr, sehr verstrickt. Das ist ein Venenblockmittel, also ein Medikament, um die Geburt zu erleichtern. Also wir suchen uns die Namen vollkommen unabhängig voneinander aus und ja, wer blöde Ideen hat, bitte her. So, sonst Fragen? Bitte. Woher kommt Grimmel? Bei Debian weiß ich es auch. Grimmel selbst kommt daraus, dass ich auf der Uni als Systemadministrator sitze und mich 2003 eben extrem oft geärgert habe über die existierenden Distributionen, dass mir gewisse Sachen gefehlt haben, gestört haben. Wollte eigentlich eine komplett neue Distribution machen, also von Scratch, habe aber gesehen, dass das keinen Sinn macht, weil Debian ist eigentlich schon das, which sucks less than the rest, und wollte da darauf aufbauen. Und Grimmel war halt der Ausspruch, wo sich jeder ärgert, und das war dann Geburtsstunde mit einem dokumentierten, also grep haben wir auf CentOSQ, auf die History losgelassen und haben festgestellt, dass bei mir auf meinem System 3746 solche Aussprüche waren. Damit war der Release-Namen irgendwie, also die Distributionsnamen irgendwie festgenagelt. Also Name ist Programm. So, noch Fragen? Wann macht es eigentlich das Seminar an der Uni? Seminar? Ja, vorstellen in Vorträgen, und wenn es jemand wirklich konkret braucht, Mönchengladbach machen wir am Dienstag, Linux User Group trage ich vor, ähnlich wie heute, aber mache es da interaktiv, also Richtung Workshop gedacht, falls jemand aus der Nähe ist. Batch Policy beim Grimmel Kernel ist insofern, als dass wir möglichst nah an Mainline bleiben wollen. Wir pflegen unseren eigenen Kernel, versuchen möglichst synchron mit Debian zu sein, halten auch möglichst synchron mit Gentoo, die einen relativ gut gewarteten Kernel haben. Wir dokumentieren den auch offen, also wir haben eine eigene Unterseite Kernel, wo ganz klar definiert ist, welche Kernel-Version, in welcher Konfiguration, mit welchen Patches versehen, Dokumentation zu den extra Treibern. Also wir haben sehr viele Add-ons, also die im Mainline nicht drin sind. Wir patchen aber nichts, was jetzt in die Richtung Xen oder V-Server von Upstream so unterscheidet, dass wir Probleme nicht direkt weiter durchreichen könnten. Also wenn Xen einmal quasi wirklich in Mainline kommen sollte und ECBI unterstützt, dann spricht nichts dagegen, dass wir sowas auch drinnen haben. Aber so Sachen wie V-Server-Patch, den es für einen sehr aktuellen Kernel einfach überhaupt gar nicht gibt. Wir releasen immer mit einer sehr aktuellen Version. Keine Chance. Sven? Ja, wir haben, also eigentlich hat es eine Frostcon-Release von Grimmel gegeben, die eigentlich mit jeder Tüte ausgeliefert hätte werden sollen. Leider hat das Presswerk da statt UPS, Express hat es nur UPS gewählt. Wir kriegen morgen 1000 CDs. Wir haben dankenswerterweise vom Arch Linux Projekt, die haben CDs übrig gehabt von Linux User DVD, wo sie selbst auch mit dabei waren, wo wir mit Grimmel 32 und 64 Bit ebenfalls vertreten sind, haben wir einen Stapel geschenkt bekommen, danke an das Arch Linux Projekt. Das heißt, jeder, der will, kann sich nachher noch eine DVD bei mir abholen kommen. Ansonsten, jetzt drängen die Leute schon Richtung Abschlussveranstaltung, und bevor jetzt wirklich noch jemand wegschlaft, sage ich einfach danke und kommt die CD holen.